Heinrich Zille war bekanntlich einer der ganz großen deutschen Künstler. Bekannt wurde er für seine spöttischen, für seine sozialkritischen Zeichnungen. Und ein Preis, der nach ihm benannt ist, ist also schon mal grundsätzlich eine außergewöhnliche Ehre. Meinem Gast wird genau diese Ehre zuteil. Frank Kunert aus Boppard am Rhein ist der neue Preisträger des Heinrich Zille Karikaturenpreises. Und für seine Werke hat er ihn auch sowas von verdient. Seine Miniaturwelten wirken verblüffend echt. Frank Kunert erschafft sie in minutiöser Kleinarbeit. Aus Leichtschaumplatten, Gips, Holz, Knetmasse. Und hält sie dann als Fotos fest. Für neue Ideen reicht dem Fotografen oft ein Blick aus dem Fenster. 2010 ist er mit seiner Frau Elizabeth Clark ins Mittelrheintal gezogen, nach Boppard. Frank Kunert hat Humor und er mag Skurriles. Bei der Wahl seiner Themen kennt er keine Berührungsängste. Nun wird der Fotograf mit dem Heinrich Zille Karikaturenpreis ausgezeichnet. Für sein Bild Hoch hinaus. Ein Treppenlift mit Schienen bis in den Himmel. Frank Kunert, schönen guten Abend. Hallo, auf jeden Fall. Ich bin extrem fasziniert von dem, was Sie gestalten, entwerfen, was Sie überhaupt für Ideen haben und wie Sie drauf kommen. Das war das Siegerbild, das wir gerade gesehen haben. Genau, richtig, ja. Hoch hinaus, ja. Dankeschön. Was haben Sie sich dabei gedacht, bei dem Hoch hinaus? Im Grunde ist es es kann eine Befreiung sein, also aus dieser konstruierten Welt. Man ist als behinderter oder alter Mensch plötzlich auf diesen Treppenlift und auch darauf angewiesen und dann fährt es in den Himmel. Also es kann natürlich bedeuten, das Loslassen, der Tod, es kann aber auch bedeuten, die Hoffnung, dass man irgendwie so eine Befreiung erfährt. Also ich habe auch schon von Menschen gehört, die haben gesagt, oh, wie schön, auch eine alte Dame sagte, oh, das ist die Befreiung für mich, also dieser Blick. Ja. Als sie das Bild gesehen hat. Ja, genau. Wie entstehen solche Ideen bei Ihnen? Wie sind Sie darauf gekommen? Das ist eigentlich eine ganz lange Geschichte. Also können Sie es kurz zusammenfassen? Ich will die Sendung sprengen, aber ich habe angefangen mit Fotografie. In meiner Jugend dann kam eine Fotografenlehre hinzu und ich fand es immer spannend, Studioarbeit, weil man da Dinge im Studio inszenieren kann mit Licht und dann wurden meine Sachen immer kleiner, weil man die Welt praktisch in den Innenraum holen kann und damit auch Geschichten erzählen kann. Sie sind eigentlich Werbefotograf, Industriefotograf? Ursprünglich ja. Vermissen Sie das noch so ein bisschen? Nee, gar nicht. Weil, also ich meine, das Handwerkliche, das habe ich ja nach wie vor. Und aber das Auftragsmäßige war oft natürlich auch so eine starke Gebundenheit an das, was von einem verlangt wird. Und das hat mich oft ein bisschen zu sehr unter Druck gesetzt. Da habe ich lieber dann meine eigenen Ideen, wo ich dann auch meine Zeit mir einteilen kann und auch genau das machen kann, was mir so in meinem Kopf rumschwirrt. Ja. Unter anderem das, was wir gerade gesehen haben, der Lifter, der bis in den Himmel führt, das hat dann den Heinrich Zille Karikaturenpreis ergeben. Was bedeutet Ihnen denn dieser Preis, auch dieser Name Heinrich Zille, der ja ein Großer ist in der Kunstwelt? Ja, das finde ich toll. Das hat mich total gefreut. Also einmal Heinrich Zille, das ist der Preis, den Namen trägt, dieses berühmten Künstlers. Und dann auch, natürlich war ich überrascht, dass ich den bekomme, weil das natürlich normalerweise zeichnende Kolleginnen oder Kollegen sind, die so einen Preis bekommen. Und als Fotograf, der auch Modell baut, bin ich ja nur kein Zeichner, ja, in dem Sinn. Dafür war es für mich eine totale Überraschung und eine große Freude und Ehre. Schluss mit lustig war das Motto. Richtig, ja, genau. War Ihnen gleich klar, ich muss irgendwas in diese Richtung machen? Ich meine, es ist ja einerseits schon auch lustig, die ganze Idee ist skurril. War Ihnen klar, ich muss in die Richtung gehen und das, der Tod kann ruhig auch was mit Humor zu tun haben? Das denke ich auch, ja. Also ich meine, wir haben viel Tragisches in der Welt, aber gleichzeitig steckt in der Tragik ja auch eine gewisse Komik und das zu verbinden, das war mir eigentlich immer so ein Anliegen, ja, weil in der Kunst oft Humor auch zu wenig Anerkennung findet und das finde ich irgendwie wichtig auch, irgendwie das zu verbinden, weil das Leben ist auch beides eben. Gibt es ein Werk von sich selber, wo Sie sagen, das mag ich besonders? Ach, es gibt viele. Also es gibt welche, da kann ich mich weniger mit identifizieren. Aber zum Beispiel auch dieses Hoch hinaus, das bedeutet mir schon auch sehr viel. In Boppard leben Sie
seit 10, 11 Jahren, kommen ja, genau. aus einer Großstadt, Frankfurt am Main. Wie gut kommen Sie klar in Boppard, in dieser, ich sag mal, schönen, aber übersichtlichen Welt? Ist übersichtlich, ja, aber teilweise auch skurril, das Mittelrheintal. Also ich meine, es ist natürlich keine Großstadt. Manchmal vermisse ich so das Anonyme und das Eintauchen in die belebte Metropole. Aber gleichzeitig ist auch wieder eine wunderschöne Gegend da. Ich liebe die Natur und das ist für mich dann auch so ein bisschen Rückzugsort, um irgendwie auf so andere Gedanken zu kommen. Und das mag ich sehr gerne, ja. Also ich finde das wunderschön da. Wir haben den Blick aus dem Fenster ja gesehen. Genau. Auf den Rhein können Sie sogar genau. blicken ja. von dort. Mhm. Ist das auch wirklich Inspiration für Sie? Eine Quelle im wahrsten Sinn? Absolut. Ich klar. Also ich weiß nicht, ob das jetzt im Sinne von künstlerischer Inspiration sich direkt auswirkt. Das kann ich nicht so genau sagen. Aber ich liebe es, an einem fließenden Gewässer zu leben. Ja. Also das habe ich glaube ich immer schon ganz gerne gehabt. Wie geht's jetzt weiter mit Ihnen? Was ist das Nächste, was ansteht? Haben Sie schon die nächste Idee? Mal gucken, wenn ich mich hier umgucke, vielleicht habe ich das, vielleicht taucht irgendwann das SWR-Studio auf mit irgendeiner surrealen Note, ich weiß es noch nicht. Ansonsten sind Ausstellungen jetzt auch geplant, also zu dem Karikaturenpreis in Radeburg bei Dresden, dann ist jetzt was in Paris, wo Miniaturkünstler aus aller Welt kommen und nächstes Jahr im LWL-Museum in Hagen, da geht es um Handwerk, Karikatur, Handwerk, also das finde ich auch ganz interessant. Wenn der SWR bei Ihnen auftaucht, sagen Sie Bescheid, dann sind wir wieder da. Mhm. Vielen Dank für den Besuch. Ja, gerne. Ich danke auch. Vielen Dank.